Hallo und willkommen zum letzten Teil der Serie Bouquet, Koran und Wissenschaft, wo ich mich mit einer Broschüre beschäftige, genannt Bibel, Koran und Wissenschaft von einem französischen Arzt Maurice Bouquet. Was ich mache, ist die Behauptungen aus der Broschüre zu nehmen und diese mit der Realität zu vergleichen. Nicht um einen der Götter zu demontieren, sondern die Behauptungen eines unehrlichen Menschen zu untersuchen. Und diese ganze Erklärung, diesen Vorspann habe ich am Anfang, letztes Mal habe ich vergessen, das zu sagen, am Anfang der Serie ja schon erklärt, wer, wann, wie, wo, was. So, wir sind jetzt auf den letzten 10 Seiten angekommen und es geht los auf der Seite 43. Und hier soll es um Geschichten gehen, die der Koran aus der Bibel kopiert hat oder eben nicht. Bouquet behauptet hier, es werde einen Vergleich geben zwischen modernem Wissen, also wissenschaftlichen Erkenntnissen, und den beiden Büchern, Koran und Bibel. Dabei hat er von alledem null Ahnung und blamiert sich bis auf die Knochen. Vor allem, weil er sich dann auch noch als Hobby-Ägyptologe bezeichnet. Aber dazu mehr gegen Ende des Videos. Es geht hier los auf der Seite mit einem Kapitel, das Schöpfung heißt und scheint eine Wiederholung zu sein vom Anfang der Broschüre. Bouquet, selber ein Christ, behauptet hier wieder, dass die Bibel widersprüchliche Aussagen enthält und über die Entstehungsgeschichte von Universum und Erde oder Schöpfung, wie er das nennt, und dass Aussagen in der Bibel wissenschaftlich inakzeptabel sind. Wer die Aussagen in der Bibel kennt, der muss ganz klar zustimmen. Sie sind in der Tat sachlich falsch. Auf der nächsten Seite, der 44, wiederholt Bouquet die Behauptung, dass die Aussagen in der Bibel wissenschaftlich inakzeptabel sind. Dann stellt er die Behauptung auf, dass der Koran frei sei von solchen Daten. Er bleibt aber ausgesprochen vage, so dass man nicht erkennen kann, ob es hier um die Genealogie der Bibel geht oder die Schöpfungsgeschichte selber. Wobei beide ja frei erfunden sind und beide Bücher völlig falsch liegen. Da nicht der Wissensstand eines allwissenden Gottes beschrieben wird, sondern der von unwissenden Menschen aus der damaligen Zeit. Und daher ist der Koran halt ebenso wissenschaftlich inakzeptabel wie die Bibel, die ja größtenteils kopiert wird. Und beide wiederum kopieren, was tausende von Jahren vorher bereits Sumerer, Babylonier, Assyrer, Akkadier, was die geglaubt haben. Und naja, das waren Märchen, Legenden, aber doch keine Fakten. Und auf der nächsten Seite schwärmt Bouquet wieder, wie perfekt doch der Koran mit modernem Wissen übereinstimmt. Obwohl alles komplett falsch ist. Und er anscheinend dann auch nicht so überzeugt war und Christ geblieben ist. Anstatt dem so perfekten Koran zu folgen und selber Moslem zu werden. Und nur so als Beispiel, hier ist sein Grab auf einem christlichen Friedhof. Naja, in seinem Büchelchen zählt er weiter Fehler in der Bibel auf. Na gut, auf Seite 45 kommen wir zum Abschnitt, in dem das Alter der Erde in Bibel und Koran behandelt wird oder werden soll. Denn in der Bibel geht es ja nicht um das Alter der Erde an sich, sondern eine ziemlich lächerliche Addition von Jahren, die einige Personen gelebt haben sollen, die in der Bibel erwähnt werden. Und daraus schließt man dann, wie alt die Erde ist. Ziemlich albern. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass da einige Leute, weiß ich, 960 oder 950 oder weiß ich wie viele Jahre alt wurden. Aber das ist enorm. Aber der Koran, der kopiert zwar oft die Geschichten der Bibel, ist aber stets so vage und ungenau mit weit weniger Details, dass man da überhaupt nicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann auf das Alter der Erde. Daher gibt es hier im Koran weder für das Universum noch die Erde noch die Entstehung von Menschen irgendeine Zeitangabe. Das war anscheinend nicht so wichtig für den Schöpfer von Universum, Erde und Menschen,
wenn es um den Islam ging. Auf Seite 46 sagt dann Bukay, dass es ein wichtiges Thema gibt, die Sintflut. Also ich finde es extrem unwichtig und wenn, dann ein Beweis für die Darstellung eines unmoralischen, brutalen, herzlosen, grausamen Schöpfergottes, den ich niemals respektieren könnte, geschweige denn anbeten würde. Warum? Nun, wenn ein Gott missbaut, dann sollte dieser auch das Rückgrat haben, dafür gerade zu stehen und dann alles einfach nochmal neu zu machen, anstatt die Lebewesen zu Tode zu foltern und sie langsam zu ertränken, nur um das eigene Versagen irgendwie wegzuwischen und dann den Regenbogen zu erfinden, den es angeblich vorher noch nicht gegeben hat. Naja, laut Bibel. Der hier beschriebene Schöpfergott bestraft letztendlich die von ihm oder ihr oder es oder was immer mit allem verfügbaren Wissen und Können hergestellten Lebewesen. Das heißt, er bestraft die Lebewesen für das eigene Versagen. Wenn alles hergestellt wird in dem Wissen, was später passieren wird und dann dennoch hergestellt wird, auch wenn es später einen Fehler darstellt, dann ist doch der Schöpfer schuld und nicht das Erschaffene, was so existiert, wie vom allmächtigen, allwissenden Schöpfer vorgegeben und vorgesehen. Ein unter diesen Prämissen hergestelltes Wesen kann doch nur nach dem Plan dieser Schöpfer-Gottes leben und nichts tun, was dieser Schöpfer-Gott nicht vorher gewusst hat. Man kann das, dieses Schöpfer-Gottwesen doch nicht irgendwie überraschen. Und warum, wenn ich das jetzt alles weiß, warum muss dann ein Baby oder eine Heuschrecke stundenlang im Wasser ums Überleben zappeln, weil sie den Koran nicht verstanden haben? Naja, auf Seite 47 sagt Bukay völlig ungeniert, es gibt absolut keine historischen oder archäologischen Einwendungen zu den Erzählungen im Koran. Die Realität sieht aber doch völlig anders aus. Der Koran bemerkt, dass Berge von Wasser bedeckt waren. Das kann dann ja keine lokale Überschwemmung sein. Nur für den Stamm von Noah, der im hohen Alter ohne Hilfe eine riesige Arche gezimmert hat? Aber wie auch in der Bibel soll ja Noah 950 Jahre lang gelebt haben. Oder, nach Meinung einiger Islamgelehrter, auch bis zu 1700 Jahre. Man weiß es halt nicht so genau. Naja, in meinen Augen ist die Interpretation von Bukay unlogisch, da ein lokales Hochwasser nicht zwingend zu einer Arche führen würde, in die alle Tierarten gebracht werden müssten, die dann auch noch, also nachdem das Wasser wieder runterkommt, dann auf einem Berg landet. Ne, als das Wasser alles wieder weg war, landet die auf einem Berg, laut Koran. Und Bukay behauptet, es gäbe keine Einwendung. Naja, warum auch? Es ist ja nicht meine Art, Einwendungen zu äußern, die sich auf Behauptungen ohne jeglichen Beleg beziehen. Der Koran und damit jeder Muslim muss doch belegen können, dass die Behauptungen im Koran stimmen und nicht umgekehrt. Weil jede unbelegte Behauptung kann auch ohne Beleg zurückgewiesen werden. So einfach ist das. Und deswegen weise ich das zurück, weil es eben keine Belege dafür gibt. Also brauche ich es auch nicht zu glauben. Okay, dann weiter unten auf Seite 47. Da geht es jetzt um einen der vielen Herrscher der alten Ägypter, einen Pharao. Welcher Pharao? Naja, das erfahren wir weder in der Bibel noch im Koran. Auch macht die Bibel den gravierenden Fehler, den Titel Pharao irrtümlich als Namen zu verwenden. Und dieser Fehler wird dann im Koran wiederholt. Hier bin ich mir immer unsicher, ob ich das erklären muss oder ob es für jeden sofort offensichtlich ist. Okay, ganz kurz. Wenn ich Pharao mit Friedhelm ersetze, also einem Namen, dann steht da, Friedhelm war sauer auf Moses. Okay, das macht Sinn, ne? Also Pharao wird zu Friedhelm und Friedhelm war sauer auf Moses. So weit, so gut. Aber
wenn ich jetzt das Wort Pharao mit dem Titel oder mit irgendeinem Titel ersetze, dann ist es doch falsch. Weil wenn Pharao, sagen wir mal, zu Herzog wird, dann steht da, Herzog war sauer auf Moses. Geht nicht. Das muss heißen, der Herzog war sauer auf Moses. Das heißt also, wenn ich Pharao mit Herzog ersetze, macht das keinen Sinn, weil der Satz, Herzog war sauer auf Moses, heißt, muss der Herzog war sauer auf Moses. Die Verfasser der Bibel haben es also falsch verstanden und die Schreiberlinge, einige Jahrhunderte später, haben den Fehler in den Koran kopiert. UK behauptet, es gäbe einen bemerkenswerten Punkt, den er so darstellt, als sei es ein Fakt, nämlich die Flucht der Juden aus Ägypten. Hier gibt es aber gleich mehrere Probleme, gravierende Probleme, nicht nur der kleine Fehler mit dem Namen. Obwohl sich viele einig sind, dass Moses mit 120 noch quietschfidel war, können sich Bibel- und Korangelehrte nicht einigen, wie alt er war, als er aus Ägypten geflüchtet ist. Das schwankt zwischen 40 und 80 so hin und her. Das ist auch keine Einigkeit in Sicht. Der Koran hält sich hier ganz raus, hilft aber auch nicht mit irgendwelchen Angaben zu Daten oder Zeitspannen. Und da Moses ja angeblich als Baby im Hofe des Pharaos aufwuchs, kann ja derselbe Pharao dann nicht Moses mit einem Streitwagen bis ans Meer gefolgt sein, mitsamt seiner ganzen Armee. Bukay nennt dieses eine historische Zeitspanne, die aber nie historisch belegt werden konnte. Bukay behauptet einfach, Moses müsse die beiden Herrscher Ramses und einen gewissen Minephta miterlebt haben. Belege? Keine. Er sagt einfach, dass die Bibel gewichtige Beweise hinterlässt, versäumt allerdings diese zu nennen. Was folgt, ist einfach nur köstlich und zeigt, wie ignorant und einfach nur dummdreist Bukay tatsächlich war. Im Koran wird eine Geschichte aus den biblischen Apokryphen kopiert, in der Jonas, also der aus dem diesem großen Fisch, mit eben diesem Pharao nach Nineveh ging, um dort die Sünder zu bekehren. Daher wurde er aus den einstürzenden Fluten gerettet. Die Fluten, die der so gütige, liebende, barmherzige Gott kontrolliert hat, um eine ganze Armee auszulöschen. Hätte man das nicht auch einfacher oder besser machen können? Also ich als Gott könnte das und hätte das auch gemacht. Aber der Koran sagt an anderer Stelle auch, dass alle ausnahmslos umkamen. Also kann man sich wohl seine Lieblingsversion im Koran auswählen. Bukay behauptet einfach, dass ein Minephta der fragliche Pharao des Exodus sei, was durch archäologische Beweise belegt würde. Welche? Welche genau? Das gibt er uns nicht. Das kriegen wir nicht zu erfahren. Also, neben diversen Grammatikfehlern, die allerdings auch vom Übersetzer stammen könnten, das weiß ich nicht, wird auch in den Fußnoten beim Verweis auf ein Buch geschlampt. Da hat der Titel »Das alte Ägypten und die Bibel« heißen müsste. Aber solche Fehler macht Bukay ja häufiger, was ich ja im Video hier über Haman zeige, wo er ein nicht existentes Buch zitiert über eine Stele, die nicht existiert, in einem nicht vorhandenen Museum. Oh Mann. Naja, leider nennt er hier auch nur den Buchtitel, ohne zu sagen, was da steht oder wo oder warum. Ich vermute, dass er das selber nicht weiß und nur den Titel aufgeschnappt hat, so ungefähr jedenfalls. Wir wissen also nicht, was zur Meinungsbildung von Bukay beigetragen hat und bekommen nur, emotionales Gesäusel, ohne Fakten oder etwas Greifbares, was man überprüfen könnte. Übrigens, der Autor des Buches über das alte Ägypten hat im Grab von Amenhotep die versteckte Mumie von Meremta entdeckt und untersucht, nicht Bukay. Also es herrscht hier völliges Chaos, Falschaussagen, Verdrehungen, Spekulationen, Mutmaßungen, alles mögliche, aber nichts Schlüssiges. Bukay behauptet, ein Pharao namens Minephta hätte existiert. Er sei ein Sohn von Ramses II. Das kann ich nicht bestätigen.
einen solchen Pharao mit diesem Namen oder einen Sohn mit diesem Namen hat es nie gegeben. Er behauptet, ein Elliot Smith hat diese Mumie entpackt und untersucht. Aber Elliot Smith untersuchte 1907 Amenhotefs Mumie, laut seinem Buch Die königlichen Mumien. Also ich vermute, Bekay hatte wieder einmal keine Ahnung und meint eigentlich Mnemta, also Sohn von Ramses II., der Kronprinz und dann der vierte König oder Pharao der altägyptischen 19. Dynastie aus dem Neuen Reich und nicht einen Minefta. Auf Seite 49 behauptet Bekay, dass der Körper nicht lange im Wasser war. Was nicht verwunderlich ist, da Mnemta als alter Mann an Arthritis und Arteriosklerose starb. Nicht im Meer. Das oft erwähnte Salz in der leeren Bauchhöhle, also die Rückstände davon, die stammen daher auch nicht aus Salzwasser, sondern der Flüssigkeit, mit der man die Körper damals gereinigt hatte, die eben Salze enthielten. Okay, das war es denn dann auch schon. Es folgt jetzt noch einmal ein Loblied auf den Koran, der als Fakt bezeichnet wird. Und auch hier zeigt Bekay wieder einmal, was für ein Stümper er in Wirklichkeit war, da er behauptet, der Koran sei zu Lebzeiten Mohammeds fertig gewesen und schon niedergeschrieben worden, was selbst die traditionellen Islamquellen nicht behaupten. Bekay hat also keine Ahnung. Er schmeißt irgendwelche Behauptungen rum und blamiert sich bei so ziemlich jeder Aussage. Bemerkenswert ist, dass er trotz der ganzen Lobhudelei kein Moslem geworden ist. Das Schlusswort ist eigentlich irrelevant, da dort nur Blödsinn steht, wie zum Beispiel, dass es keinen Gott gibt aus Allah. Okay, das ist aber halt repräsentativ und bezeichnend für die Qualität dieser lächerlichen Broschüre. Und ich hoffe, ich konnte zeigen, wie unehrlich und falsch dieser Maurice Bekay war. Ebenso hoffe ich, dass meine Informationen dazu dienen, dass die Empfänger der Lügen aus dieser Broschüre jetzt gewarnt sind und selber nachdenken, nicht mir glauben, auf gar keinen Fall, sondern nachgucken, ihr sollt nachsehen, was wirklich los ist. Nicht blind glauben, sondern skeptisch an Behauptungen rangehen und dann alles hinterfragen. Viel Glück dabei. Bis demnächst. Ciao for now.